Wir freuen uns sehr, dass wir als Eröffnungsredner Richard Sage, Professor Doktor, und Sie haben noch ganz viele andere Titel davor, die konnte ich mir jetzt alle gar nicht merken, ich lasse es jetzt mal bei Professor Doktor, Richard Sage hier als Eröffnungsredner zu haben, weil Sie ja zumindest im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal so, eine der, eigentlich der Utopieforscher, zeitgenössischer Utopieforscher sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie hier jetzt im Rahmen dieser halben Stunde so viel Einblick können, kann man natürlich nicht in Ihr Denken und Ihre Werke da erhalten, aber zumindest so kleine Einblicke in den ideengeschichtlichen Hintergrund dieser ganzen Utopiedebatte gewinnen. Mein Thema lautet Utopia und kein Ende zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Versprechens einer besseren Welt. Erstens, Utopia ist ein von Thomas Morus 1516 in seiner gleichnamigen Schrift erfundenes Kunstwort. Es setzt sich aus den altgriechischen Wörtern U für Nicht und Topos für Ort zusammen und heißt also so in etwa Nichtort. Fest steht, dass Utopia eine Fiktion ist, ein imaginäres Produkt der Fantasie, die als bessere oder schlechtere Alternative den Fehlentwicklungen der Herkunftsgesellschaft des jeweiligen Autors konfrontiert wird. Doch Utopia als Nichtort schwebt keineswegs im luftleeren Raum. Vielmehr hat sie eine historische Genesis, also eine historische Entwicklung, sowohl was ihr ursprüngliches Muster als auch was das Genre betrifft, das keimhaft in ihm angelegt ist und über die Jahrhunderte in immer neuen Varianten zur Entfaltung kam. So verweist das Konstrukt Utopia auf Wurzeln im europäischen Altertum und im katholischen Mittelalter. Auf keinen antiken Autor bezieht sich Morus in seiner Utopia mehr als auf den Philosophen Platon. Er integriert in das fiktive Gemeinwesen wesentliche Strukturelemente, die in dessen Politeia eine zentrale Rolle spielen. Die Einführung des Gemeineigentums als Garant der gesellschaftlichen Harmonie, das Verbot der Luxuskonsumption und vor allem der Geltungsanspruch Utopias als eines regulativen Prinzips ohne sozialrevolutionären Aufforderungscharakter. Gleichwohl ist Utopia mehr als eine bloße Fußnote zu Platons Politeia. So nimmt bei Platon die Arbeit in der Hierarchie der Werte einen unteren Rang ein. Morus dagegen wertet Arbeit auf. Arbeit ist der entscheidende Schlüsselbegriff, ohne den die materielle Reproduktion Utopias nicht zu denken wäre. Platon begrenzte das kommunistische Gemeineigentum auf die Elite der Philosophen und Wächter. Morus überträgt es auf die Gesamtgesellschaft. Für Platon haben die Mathematik und die Naturwissenschaften kontemplativen Charakter. Morus setzt sie ein, um die Produktivität der Arbeit zu erhöhen. Hier im Ansatz bereits Bacons Wissenschaftsutopie der Neuatlantis vorwegnehmen. Aber auch die christlichen Einflüsse, wie etwa die übernommene Klosterdisziplin, die Wiedererlangung des Paradieses als Vorbild für den neuen Menschen, sowie der Urkommunismus des frühen Christentums werden konsequent säkularisiert. Diese These kann sich auf Morus Vision einer Reform der alten Kirche berufen, die er in Utopia entwickelt. Morus wird nicht müde, die indolenten Ordensbrüder seiner Herkunftsgesellschaft zu kritisieren, die es in Utopia aufgrund des Arbeitszwanges nicht gibt. Ferner kritisiert er die religiös motivierte Askese, die in Utopia unbekannt ist.
auch akzeptieren die Utopier unter bestimmten Umständen den Selbstmord, den die katholische Kirche ja strikt verbietet. Im Unterschied zu dieser werden die Priester vom Volk in geheimer Abstimmung gewählt. Jenseits des Zölibats leben die wenigen Priester in monogamen Ehen. Grundsätzlich steht auch Frauen in Utopia das Priesteramt offen. Es kann also festgestellt werden, dass erst die modernisierende Umformung der antiken und christlichen Einflüsse das spezifische Profil Utopias prägen. Aber Utopia weist als fiktives Gesellschaftsmodell über sich hinaus, weil sich aus seinem Muster ein ganzes Genre entwickelt hat. Als Wunsch und Furchtbild einer zukünftigen Gesellschaft reagiert sie auf analytisch nachvollziehbare soziale, ökonomische und kulturelle Fehlentwicklungen der Herkunftsgesellschaft des jeweiligen Autors. Es ist bezeichnend, dass Morus den gesamten ersten Teil seines Textes dem kritischen Lehrstück der Verelendung und Entwurzelung der Schicht der Pachtbauern im Zuge der sogenannten Einhegungsbewegung des 16. Jahrhunderts in England widmet. Als erfahrener Politökonom, der viele Jahre die Interessen der Handelsbourgeoisie der City of London im Parlament vertrat, zeigt er die Kausalkette auf, die eine massive soziale Krise in England bewirkte. In dem Maße, wie die Gentry, also der Landadel, den Rohstoff Wolle zur Textilherstellung unter Gewinngesichtspunkten über den Markt veräußerte, ging sie dazu über, die Allmende zu okkupieren und einzuzäunen. Auf der Strecke blieben die Pachtbauern, denen die Existenzgrundlage entzogen wurde. Da das Justizsystem in der Hand der Gentry war, wurden ihre Klagen abgewiesen. Diese weltimmanente Sozialkritik ist, wenn man so will, die Realitätsverbürgung des utopischen Konstrukts. Sie konstituiert die Trennlinie zu verwandten geistesgeschichtlichen Ansätzen wie die Bergpredigt im Neuen Testament, aber auch zu Genres wie die der Legende, des Märchens, des Mythos, der Eschatologie, Chiliasmus und so weiter. Darüber hinaus verleiht der Gegenentwurf als Antwort auf die Sozialkritik der Utopie bei aller Kontinuität ihrer inhaltlichen Topoi eine epochenspezifische Dimension. Da die kritikwürdigen Herausforderungen der Herkunftsgesellschaft im historischen Kontext variieren, muss ihnen auch die utopische Antwort spezifiziert Rechnung tragen. Die politischen Utopien der Renaissance und der Reformation entstanden in der Zeit vom Beginn des 16. bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Die soziopolitische Herausforderung, auf die Morus, Campanella, Bacon, Andreae und andere reagierten, war die Entstehung des frühneuzeitlichen Staates und das Eindringen kapitalistischer Elemente in die Agrarverfassung der westlichen Länder. Im Zeichen eines strikten Anti-Individualismus übernahmen sie in ihren fiktiven Gegenmodellen die omnipotente Herrschaftsstruktur des Absolutismus, füllten sie aber mit gesellschaftlichen Inhalten, die auf einen totalen Sozialstaat hinausliefen. Gegründet ist er auf die vollständige, vom Staat erzwungene Mobilisierung der Arbeitsressourcen, das Luxusverbot und den Einsatz von Technik zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Die Grundlage der Wirtschaft ist das kommunistische Gemeineigentum und die Ersetzung des Marktes durch ein vom Staat kontrolliertes System der Güterverteilung. Die Utopisten der Aufklärung wie Verras, de Fournier, Fontenelle, Morelli, Diderot und andere von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der Französischen Revolution 1789
nahmen zentrale Topoi ihrer Vorgänger auf, gaben ihnen aber eine charakteristische Wende. War der frühneuzeitliche Staat mit seinen starken Institutionen das heimliche Vorbild der politischen Utopien seit Anfang des 16. Jahrhunderts, so beginnen die Aufklärungsutopien mit dem voll entwickelten französischen Absolutismus unter Ludwig XIV. Konfrontiert, im Namen der Natur Herrschaft als solche zu kritisieren. Die utopische Figur des Bon Sauvage, des edlen Wilden, kommt in Mode, der jenseits höfischer Konventionen und etatistischer Repression in der freien Natur ein Leben in Übereinstimmung mit ihr führt. Ein weiterer Paradigmenwechsel ist bedeutend. In den älteren Utopien beschränkte sich der Ich-Erzähler darauf, die vorgefundenen utopischen Institutionen zu beschreiben. Jetzt werden die Entdecker des idealen Gemeinwesens zu ihren Begründern. Bisher war die konstruktive und planende Rationalität auf das Funktionieren des utopischen Gemeinwesens beschränkt. Jetzt umfasst sie auch deren Gründungsakt und damit den damit verbundenen Zivilisationsprozess im Kleinen. Die Utopisten des 19. und 20. Jahrhunderts wie Saint-Simon, Owen, Fourier, H.G. Wells, Bogdanov und andere sahen sich mit der welthistorischen Herausforderung der Industrialisierung und mit der aus ihr resultierenden Verelendung des Industrieproletariats konfrontiert. Was ihnen ihr unverwechselbares Profil verlieh, war die Aufwertung von Naturwissenschaft und Technik. Die durch diese bewirkte, damals unvorstellbare Steigerung der Produktivität der Arbeit vor Augen, relativierten sie das Luxusverbot der älteren Tradition, liberalisierten den drakonischen Arbeitszwang und ersetzten ihn zunehmend durch selbstbestimmte Tätigkeiten. Neu ist auch die Konstruktion technischer Staaten. Gleichgültig, ob sie mehr genossenschaftlich oder mehr etatistisch gedacht wurden, so war ihnen doch eines gemeinsam. Beide Varianten gingen von der Erwartung aus, dass der Staat als innen- und außenpolitische Repressionsinstanz seine Zukunft bereits hinter sich hatte. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen gehöre der Vergangenheit an und werde durch die Verwaltung von Sachen ersetzt. Der nächste Paradigmenwechsel, meine Damen und Herren, erfolgte nach den katastrophalen Erfahrungen der Materialschlachten des Ersten Weltkrieges und den enttäuschten Hoffnungen des kommunistischen Experiments in Sowjetrussland ab 1917. Einerseits wurde die wachsende Diskrepanz zwischen der Verantwortungsfähigkeit der Menschen und dem steigenden Niveau der wissenschaftlich-technischen Destruktionskraft in den Schützengraben eines erbarmungslosen Stellungskrieges jedermann offenbar. Andererseits fiel das bolschewistische Experiment weit hinter deinem Anspruch zurück, die ersten Schritte in Richtung auf das Reich der Freiheit jenseits von Ausbeutung und materieller wie psychischer Verelendung zu tun. Statt die Emanzipation der Menschheit von ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit voranzutreiben, errichteten die Bolschewiki ein Terrorsystem, die die Einzelnen zu bloßen Objekten gesellschaftlicher Planung herabsetzte. Die utopische Antwort waren die klassischen Dystopien bei Samyatin, Huxley und Orwell, die bis auf den heutigen Tag die Produktion fiktiver Alternativen zu den Fehlentwicklungen der Gegenwart prägen. Zwar trifft es zu, dass nach 1945 besonders in den 1970er Jahren Autoren wie Kallenbach, Le Guin, Piercy, Edward und andere erneut positive Utopien entworfen haben. Aber ihr Signum ist,
dass sie gleichsam durch das Filter der Dystopien hindurchgegangen sind und die Möglichkeiten des Scheiterns von vornherein mit einkalkulieren. Darüber hinaus optieren sie für eine radikale Dezentralisierung des soziopolitischen Systems, für die Gleichstellung der Frauen, für die Versöhnung der Technik mit den Erfordernissen der Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen der Menschen sowie für eine Ethik des Konsumverzichts. Die neuesten utopischen Entwürfe sind ebenfalls dystopisch grundiert. Sie imaginieren fragile Lebenswelten, die den Gefahren einer technischen Aufrüstung des Menschen oder eines religiösen Fundamentalismus ausgesetzt sind. Zweitens, doch Utopia ist variabel. Nicht nur im Hinblick auf die epochenspezifischen Inhalte, mit denen sie ihre fiktiven Alternativen zu den soziopolitischen Fehlentwicklungen der Herkunftsgesellschaft ihrer Autoren konkretisiert. Ihre Flexibilität macht selbst vor den Formen ihres eigenen Musters nicht Halt, deren Kern auf Mores geniale Schrift zurückgeht. Gewiss, das Gesellschaftsmodell, das aus dem Munde des Hyklodeus, also des Parteigängers Utopias, verkündet, ist archistisch, das heißt herrschaftsbezogen und abgesehen von den kulturellen Freiheitsräumen. Anti-individualistisch durch und durch. Wer bei dieser Einsicht stehen bleibt, wird Karl Raimund Popper recht geben müssen, dass ein solches Konstrukt in der Nachfolge Platons durchaus als früher Vorläufer des Totalitarismus gelten muss. Aber Morus baut in den utopischen Leviathan ein Element ein, dass die totalitäre Geschlossenheit Utopias sprengt. Er selbst tritt in dem Dialog als Kritiker Utopias hervor. Was geschieht, so fragt der Hyklodeus, wenn das kommunistische Gemeineigentum eingeführt wird? Fördert die Aufhebung von Mein und Dein nicht fortwährend soziale und individuelle Konflikte? Verleitet der totale Sozialstaat die Utopia nicht zur Indolenz, also zur Faulheit und Initiativlosigkeit? Eine solche Kritik ist radikal. Sie stellt die holistischen Grundlagen Utopias selbst zur Disposition. Morus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er verstärkt sie literarisch durch das Kunstmittel der Ironie und der Satire. Unterdessen hat sich eine ganze Interpretationsrichtung entwickelt, die in der ironischen und satirischen Grundierung des Textes den Sprengsatz der utopischen Konstruktion sieht. Wenn die widersprüchliche Argumentation ein Stilmittel der Satire ist, dann finden sich in der Tat genügend Textstellen, die eine solche Sichtweise scheinbar rechtfertigen. So lobt Morus ironisch die Vertragstreue der frühabsolutistischen Staaten, obwohl er an anderer Stelle den Vertragsbruch als eine Selbstverständlichkeit ihrer Realpolitik denunziert. Einerseits ist für die Utopia die Todesstrafe ein unmoralisches Delikt, andererseits haben sie keine Hemmung, sie zum Beispiel bei wiederholtem Ehebruch anzuwenden. Sie lehnen zwar den Krieg grundsätzlich ab, aber sie listen die zahlreichen Gründe auf, mit denen sie neue Feldzüge rechtfertigen und so weiter. Aber es ist davor zu warnen, diese Dimension zu verabsolutieren, dass die sozialkritischen und sozialreformerischen Aussagen des Textes dadurch entwertet werden. Am Ende ist dann Utopia nichts weiter als Ausfluss einer experimentellen humanistischen Spielerei, die es verbietet, sie als Keimzelle eines sozialen Gewissens ernst zu nehmen. Dann wäre am Ende auch die Sozialkritik der Morus ca. 50%
des Textes widmet, nichts als geistreiche Unterhaltung und seine soziale Alternative zum Kapitalismus, die konstitutiv für die Entwicklung des ganzen Genres ist, nicht mehr als ein unverbindliches Gedankenspiel. Doch ist Utopia nicht nur, wie gezeigt, sensibel in ihrer inhaltlichen Reaktion auf epochenspezifische Herausforderungen, sondern ermöglicht Lernprozesse, die ihre Formprinzipien selbst verändern. So variiert der Zeithorizont der modernen Utopie, der sich der Vermessung der Welt anpasst, die ab Mitte des 18. Jahrhunderts im Großen und Ganzen abgeschlossen war. Eine Terra incognita, auf der das utopische Experiment hätte durchgeführt werden können, stand nicht mehr zur Verfügung. Es gab nur einen Ausweg aus der Sackgasse, in die das utopische Denken geraten war. Es projizierte die fiktiven Gemeinwesen in die Zukunft und verband es mit einem geschichtsphilosophischen Fortschrittsglauben. Diese Zäsur, die aus dem Übergang von der Raum- zur Zeitutopie folgte, war für das utopische Denken bedeutend. Denn die Brücke der Raumutopie zur Behebung der defizitären Herkunftsgesellschaft war das regulative Prinzip im Sinne Immanuel Kants, das zwar reformerisches Handeln orientieren sollte, sich aber unterhalb der Ebene einer geschichtsmächtigen Fortschrittsideologie. Hand in Hand mit der zunehmenden Naturbeherrschung im Rahmen der Industrialisierung veränderte sich nun dieser Geltungsanspruch. Eine konkrete Transformationsstrategie musste nun garantieren, dass das in die Zukunft projizierte ideale Gemeinwesen auch tatsächlich verwirklicht wurde. Ein bedeutender Formwandel des utopischen Konstrukts fand ferner bereits einige Jahre nach Moros Hinrichtung statt. So konzipierte François Rabelais in seinem Roman Gargantua und Pantagruel bereits im 16. Jahrhundert die ideale Klostergemeinschaft der Abtei Telema, in der nicht das strikte Verhaltensreglement der Utopia, sondern der anarchistische Imperativ vorherrscht, tu, was dir gefällt. Die Tatsache, dass seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart den anarchistischen, das heißt den herrschaftsbezogenen Utopien, anarchistische Ansätze gegenübertraten, ist ein wichtiges Indiz für die Offenheit des utopischen Diskurses. Ein weiteres Beispiel der Lernfähigkeit des utopischen Genres ist der Stellenwert der Dystopien im utopischen Diskurs. Vieles spricht dafür, die klassischen Dystopien von Samyatin, Huxley und Orwell nicht aus dem utopischen Genre zu exkludieren, also auszugrenzen, sondern sie vielmehr als integrierten Bestandteil desselben zu betrachten. Zwar kann man die Dystopien als Reaktion auf die totalitären Tendenzen des 20. Jahrhunderts lesen, die nach der Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg und dem gescheiterten bolschewistischen Experiment in Russland aktuell waren. Aber man kann sie auch als pointierte Selbstkritik des autoritären Musters der klassischen Utopie rezipieren. Das Ideal der harmonischen, utopischen Gesellschaft schlägt in den klassischen Dystopien um in ein totalitäres Zwangssystem, das entweder auf genetischer Manipulation oder technisch perfektioniertem physischen Terror beruht. Wissenschaft und Technik, einst im 19. Jahrhundert der utopische Schlüssel zur Befreiung des Menschen von entfremdeter Arbeit, Not und Elend, haben jetzt nur noch einen Zweck, in ihrer Repressionskapazität die Menschen um den Rest ihrer Würde zu bringen. Und die utopische Solidargemeinschaft erweist sich im Fokus der klassischen Dystopien als eine ideologische Floskel, die die
terroristische Herrschaft einer selbsternannten Elite über den Rest der Gesellschaft verschleiert. Dies vorausgesetzt sind die klassischen Dystopien, nämlich Samjatins Wir, Huxleys Schöne Welt und Orwells 1984, oft als ein Bruch mit der Utopietradition, als Anti-Utopien gelesen worden. Doch eine solche Deutung ist meiner Meinung nach falsch. Sie übersieht, dass in ihnen wesentliche utopische Intentionen erhalten bleiben, abgesehen vom formalen Muster der inhaltlichen Topoi, freilich jetzt ins Negative gewendet, leben auch die Dystopien von der Hoffnung auf ein besseres Leben, niemals in Zynismus oder Resignation abgleichen, wollen sie den Leser vor einer Zukunft warnen, die er nicht haben können will, wenn er an seiner Humanität festhält. Zwar verharren sie in der Kritik bestehender Fehlentwicklungen, die sie im klassischen Utopiemuster widerspiegelt sehen, doch in der dystopischen Kritik leuchtet indirekt die gesellschaftliche Folie auf, die angibt, wie eine Sozietät aussehen müsste, wenn sie die Ursachen der beschriebenen Krisenherde vermiede. Der Einfluss der Dystopie nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Utopiediskurs ist gravierend. Sie hat nach den Erfahrungen des Totalitarismus und der Kritik des archistischen Musters durch Samjatin, Orwell und Huxley in den 1970er Jahren die anarchistische Utopie zwar eine Renaissance in Gestalt der sogenannten postmateriellen und feministischen Utopien erlebt. In diesem Zusammenhang ist vor allem Ursula Kröber-Leguin's The Dispossessed hervorzuheben, die sich an Kropotkins anarchistischen Szenario in seiner Schrift Mutual Aid orientiert. Aber diesen postmateriellen Utopien bleibt der Geltungsanspruch gebrochen. Zwar wurde mit der Rückkehr zum regulativen Prinzip ein Teil des utopischen Programms der Renaissance reaktiviert, aber die utopische Alternative mit dystopischen Elementen aufgeladen verlor die Aura der Idealität und war stets mit der Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zum Schluss, nämlich zu Punkt 3. Sichert die hier nachgewiesene Anpassungsfähigkeit des Genres Utopie und ihre Lernfähigkeit angesichts neuer Herausforderungen ihre Zukunftsfähigkeit? Die Frage ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten. Wer der Meinung ist, dass der gesellschaftliche Zustand, wie wir ihn vorfinden, lediglich Reformen innerhalb des Status quo benötigt, wird die These des Utopieverlustes eher als Vorteil begrüßen. Wer aber der Meinung ist, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie Umweltkatastrophen, aus dem Ruder laufende globale Finanzmärkte, durch die Globalisierung bewirkte soziale Ungleichheit mit ihren massenhaften soziokulturellen Entwurzelungsprozessen und die Gefahren der biotechnischen Aufrüstung des Menschen auch eine Veränderung des gesellschaftlichen Status quo voraussetzt, wird die Unverzichtbarkeit von Utopien betonen. Aber eine positive Rolle können diese meiner Meinung nach im 21. Jahrhundert nur dann spielen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Erstens, der geschichtsphilosophische Fortschrittsglaube, von dem die Zeitutopie einst lebte, ist aufgrund der totalitären Erfahrungen des 20. Jahrhunderts historisch diskreditiert. Fällt aber das absolut gesetzte Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung als Endpunkt der Geschichte weg, kann von Utopie nur im Plural die Rede sein. Um die Akzeptanz utopischer Ziele muss dann diskutant in einer liberalen und demokratischen Öffentlichkeit gerungen werden. Zweitens, der Geltungsanspruch der Utopie kann heute nur noch der eines regulativen Prinzips sein,
dem man sich lediglich annähert, aber den man nicht verwirklichen kann. Nur wenn die kritische Differenz zwischen dem utopischen Orientierungswissen und der soziopolitischen Realität bestehen bleibt, vermag die politische Utopie ihre kritische Funktion auszuüben. Drittens und letzter Punkt, durch das Filter der klassischen Dystopien hindurchgegangen, müssen utopische Texte, wenn sie nicht naiv erscheinen wollen, heute hochgradig selbstreflexiv sein. Das heißt, sie müssen ihre Selbstkritik gleich mitliefern und sich stets bewusst sein, dass das positiv Intendierte ins negativ gewendete Gegenteil umschlagen kann. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Richard Sage, für die sehr, sehr spannenden Einblicke in die Utopien der letzten Jahrhunderte und mit den Empfehlungen, die Sie auch jetzt nochmal am Schluss an uns gerichtet haben, auch für die Zukunftsräume, die wir hier gestalten.